wir gehen rein in die Entbannungsanträge, Klassiker, haben wir lange nicht mehr gemacht. Das sind sehr viele Leute gebannt. Subchat, viele Gift-Subs auch, ne, muss man dazu sagen. Und wir gehen mal rein. Wenn ihr alle auch noch stolz drauf seid, für so einen Kinderkram bei der Mastercard gebannt zu werden. Ich dachte, die ganzen Neunjährigen sind bei Trimax. Es tut mir leid, es ist etwas übergreifend und wollte meinen Vater die verfettete Mastsau gegen den berechtigten Bezeichnungen wie zum Beispiel Mastschummels verteidigen. Nun sehe ich ein, dass die Jürgenwürger recht hatten. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Cora, bisschen hart, Sperre aufheben, pass auf, was du in Zukunft schreibst. Niemand macht meine Community an. 0 von 0. Oh, da war ich, glaube ich, ein bisschen sauer. Erstens ist rein theoretisch eine 0 von 0 genauso gut wie eine 10 von 0. Und zweitens ging meine 1-Taste nicht. Da bin ich wieder dran, ne? Sperre, aufheben, Chat. Kurze Zündschnur, ist okay. Ja, 0 von 0, scheiß drauf. Sperre ist immer die Uhrzeit, Chat. 2 von 10. War das gestern, das war heute. Ich hab gefragt, Digga. Oh, das war wahrscheinlich nach Führerschein oder so. Hab nicht so viel zu sagen. Bin seit 8 Monaten Sub. Am 15. diesen 9 Monat schon schade, dass ich für einen Joke gebannt wurde. Und dann auch noch gebannt. Ich hab maximal einen Timeout. Aber wenn ihr meint, ich darf nicht mehr den Chat sehen, dann na gut. Würde mich freuen, gebannt zu werden. Die Zündschnur, Freunde. Kennt ihr von How I Met Your Mother diese Skala? Umso heißer die Frau, umso verrückter darf sie sein. Es gibt eine, das bezieht sich zueinander. Kennt ihr diese Skala? Sie ist so scharf, okay? Dann darf sie so verrückt auch sein. Wenn sie so scharf ist, dann darf sie nicht verrückt sein. Und das Gleiche gibt es hier in diesen Entbannungsanträgen. Umso später es ist, umso netter muss die Nachricht sein. Umso mehr gebrochen ich bin, umso kürzer ist die Zündschnur. Sie ist nicht da. Sperre aufheben. Ist okay. Achso, das war wegen Quiz. Er hatte gefragt, was wäre, wenn er das Quiz verkackt hätte und es dann nochmal mit gleichen Fragen gemacht hätte. Finde es schade, permanent gebannt zu werden aufgrund eines Missverständnisses. Achso, okay, kann sein. Kann gut sein. Ich habe gestern Fußballquiz gemacht, habe es voll schnell geschafft, im ersten Versuch und dann hat einer reingeschrieben, zählt nicht. Aber ich habe wirklich die Frage gestellt. 5 Nachrichten weg, Hashtag ESN, ESN, PSN, GG, zählt nicht. Ja, ist okay. Hier haben wir was Cooles. Medion, PSN, Medion, Medion, deine Mutter, Sohn, Eli, du Schwänz, hä? Lies cool, kann schreiben. Ey, Eli, Walla, sorry. Wollte es nicht sagen, die dummen Aussagen von mir. Hab alles gesagt, bis auf HS. Bei Gott, das war Cousin. Aber naja, tut mir leid. Viel Glück noch. Weiterhin, Koray, bist der Beste. Der Cousin-Chat! Ablehnen! Der Cousin! Ach, scheiß drauf, ich hab nicht mehr. Der Klassiker-Chat. Sohn. Lieber Eli. Ich meinte den Gegner in Fortnite, weil ich dachte, dass erst ein Stream sniped. Es kommt nicht mehr vor. Das tut mir leid. Ich würde mich freuen, beim Chat wieder teilzuhaben. Hashtag Medion. Sohn. Könnte ein Cap sein. Könnte wirklich die Wahrheit sein. Ich weiß es nicht. Weg. Na gut. Gut. Ah, oh. Du bist so dumm. Mini, Muni, Wuseliger. Eli, der Beste. Nee. Du bist so scheiße. Es tut mir leid. Es war sehr unnötig. Es wird nicht mehr vorkommen. Es wird mich freuen, wieder am Chat teilzunehmen. Ein Timeout. Eine Sperre. Er muss runtergehen. Ihr werdet so brechen. Fullcam geht vor. Battle Pass, Melle, Win, du bist dumm. Du bist so scheiße, das geht noch. Ist zwar kein Mehrwert, aber geht noch. Cool, danke für den Bann. In anderen Chat beleidigt. Aha, meine Mods sind überall, halt mal die Ohren steif. So ein schlechter Verlierer, richtig witzig. Jetzt gucken wir uns mal hier an, was hier los ist. 100er Gattuso, ist nur bei mir Edis Ton leiser, bla bla bla. So ein schlechter Verlierer, richtig witzig. Moni, das war absolut kein Front an dich. Ein bisschen Öl ins Feuer gießen bei diesen ganzen hitzigen Among Us-Runden war wohl too much. Sorry dafür. Und jetzt mal ernsthaft, ich bin 30 Jahre alt und habe dich am Anfang von Corona auf YouTube entdeckt. Und seitdem feiere ich deine Art und deinen Charakter. Für dich habe ich Twitch überhaupt erst runtergeladen. Bleib so wie du bist, Bro. Ich gucke dich auch ohne Chat. Kuss, Bro. Aber dafür banne. Also Alex, dafür bannen ist hart. Bannen ist bei Beleidigung oder ich beleidige. Oder ich sperre sie selber. Ist okay, free. Sperre aufheben. Verkauf Eldin. Markus, du Hund. Wer ist Markus? Hi, es tut mir leid für meine unnötige Nachricht. Es war mit Humor gemeint. Und mir war im Moment nicht klar, dass es falsch rüberkommt. Ich hoffe, ich kann den Chat wieder sehen. Atta? Er meint Markus Alonso. Er fand Markus. So, Chef Strobel, so ein Hund. Eli, ich kann sie eh nicht mit unterhalten sein. Hallo Eli, ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Chef Strobel als Hund bezeichnet habe. Ich meine nicht das Haarwort, sondern dass er mit seinem Verhalten, Mickey bei Folgers festzuhalten, einfach ein Hund ist. Hätte dennoch nicht sein müssen. Ich verfolge dich seit 2019 und bin langjähriger Supporter und würde gerne weiter am Chat teilnehmen. Und mein Timeout letztens habe ich auch mit Alex der Mod geklärt. Und du siehst heute verdammt gut aus, Bro. Chef Strobel, schreib mal zusammen. Was sagt ihr, Chat? Free? Also bei
Sohn und Hundesohn und so, das ist was anderes. Hund, free, geht, ja, free. Atletico beste Mannschaft. Ah ja, der Klassiker. Moin, Atletico beste Mannschaft, 4-2-0, Leute. Atletico beste Mannschaft. Warum ist Atletico die beste Mannschaft? Atletico beste Mannschaft. Atletico beste Mannschaft, du bist ein Hals, beleidigen noch einmal Atletico-Spieler, scheiß Real Madrid, die viermal wegen Schiedsrichter und fünfmal in den 60 cm gewonnen haben, wo Fußball nicht ernst genommen wurde. Und gegen Liverpool defensiver gespielt haben als Atletico. Atletico beste Mannschaft, du bist ein HS, beleidige noch einmal Atletico-Spieler. Atletico ist ein Verein, genauso du bist auch ein. Verstehst du das, Atletico-Best? Du hast nicht mehr was mit Atletico am Hut. Wenn Atletico Madrid dich auf der Straße sehen würde, der Vereinsdings da, der würde dich nicht mal. Scheiß drauf. Ist der hässlich? Beleidige noch einmal Atletico-Spieler, beleidige noch einmal. Atletico, this is blöd. Ist blöd. Vor allen Dingen was für 60 cm. Und so ein bekommt bei mir einen Sub gegiftet. Könnte ich ausrasten. Chef Sohn. Das zum Beispiel ist nicht. Das geht nicht. Ablehnen. Chef der Hund. Der Klassiker. Sperre aufheben. Okay. Geile Lampe. Hallo Lias. Die ersten 5 Sekunden habe ich nicht verstanden, warum ich gebannt wurde. Da mein letzter Kommentar auf die Glühlampe im Hintergrund deiner Decke gerichtet war. Da Melle aber auch im Bild war, möchte ich mich entschuldigen. Falls der Kommentar als anstößig von den Mods eingestuft wurde, ich würde niemals Melle mit abwertenden Kommentar belegen. Ich würde mich freuen, wieder im Chat teilnehmen zu dürfen. Ist aber kreativ. Wir gucken uns seine Nachrichten vorher an, ob das ein Mehrwert ist. Sommer war Fremdbürsten. 3 Stunden, falls jeder am Lambo anreist. Free? Der Mann wollte nur der Dirko Props geben. Weiß ich nicht, Digga. Ah, okay, ich sperre aufheben. Wirkst selber abgehoben. Ich supporte dich. Was sperrst du mich? Spannend. Musik, YouTube, Tutorial, Controller. Oha, wie cool. Noch 4 schaffen es. Oh mein Gott, würde der mir leid tun. Auf welchen Server? Das war übrigens wieder ein Giftsub. Auf welchen Server spielen die? Hallo Mod-Team, ich wollte euch bitten, mich zu entspannen, da ich eh sehr oft am Start bin und gerne stark supporte. Sub, wieder Welt, Elevate. Ich möchte mich die Caps entschuldigen und möchte damit gleichzeitig konstruktive Kritik dalassen, da ich bei so einem Fehler einen Timeout für angebrachter gehalten hätte. Falls ich wegen einem für mich nicht erschließbaren anderen Grund gebannt bin. Mod-Kommi schreibt unangebrachte Sachen in anderen Streams. Er hat geschrieben, mein fetter würde so gut in deinen Mund passen. Und sein Kanal heißt Edis linkes Eihaar. Bieterwelt, echt Quatsch? Ist halt Quatsch in meinen Augen, schmeckt mir nicht. Ist okay, dafür muss man nicht sperren. Ihr müsst aber dazu immer eins wissen, ne? Ganz viele schreiben wahrscheinlich in den Entspannungsanträgen, ich bin Supporter seit 2018 und ich schwör's dir, ich war mit dir auf einer Grundschule und ich hab 17 Elevate-Artikel. Man muss da ganz klar immer kalt sein, ne? Gönne das 3-3, FIFA, please. Das war das 3, oh mein Gott, die in der Win-Challenge dabei waren, wissen es. Die wissen es. Ich habe 3-1 geführt, dann hat er 3-2 gemacht und dann hat er 3-3 gelegt. Und 3-3, oh Gott, ich kann mich an das, ja, Fabse. Mod-Kommentar, ich weiß es. Hat dir, dadurch ging die Win-Challenge 1 Stunde länger. Ich weiß, hat dir das 3-3 gewünscht in FIFA, hast du 3-3 kassiert im Draft-Finale und wolltest einfach, stimmt. Ich kann mich dran erinnern. Moin Moin, war bodenlose Aktion von mir, sag ich dir ehrlich. Hab mieses Auge geschmissen. Tut mir leid an Eli, aber danach gebetet und du hast Shapeshifter Werner, Abi und Krisch gezogen. War ein Fehler von mir. Komme klüger aus der Situation zurück. Sub wird weiter durchgezogen. Kuss an Eli, an die Mods. Free? Ja, okay, komm. Ist okay. Mast schummelt. Hä? Alex? Ist die Wahrheit. Tut mir leid. Du hast recht. Ist die Wahrheit. Ist das Alex? Winsit. Ohne Joker wäre Topf der Gier. Starker Bann, Bro. Was ist hier passiert? Es tut mir leid, wird nicht mehr vorkommen. Passt nichts mehr auf, Bro. Edi macht bei dir Erfolge als einen neuen Account und du wirst instinkt. Theoretisch gesehen hast du nur 500 erreicht. Oh, da bin ich immer so sehr, ne? Sorry, Edi, dass ich so einen dummen Kommentar abgegeben habe. Bin Sub im 7. und will dann auch sein. Wenn ich gerade eine Win-Challenge schaffe und irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir wurde ein Win geschenkt, ohne dass ich was gesagt habe oder irgendwie irgendwas. Ich war in der Bot-Lobby aus Versehen und dann schreiben Leute rein, oh, eigentlich zählt das nicht, bla bla bla. Was ist das? Da immer ruhig bleiben. Am besten nichts rein, weil da bin ich immer sehr, sehr dingster. Das kann man ja nicht mal Challenge nennen. Immer noch 0 Siege. Hi, haben Dennis Chat geschrieben, dass er Eli keine Verlust in der Bruchgilde ist, weil seine Challenge im Vergleich meist viel einfacher sind. Hab auch eine 50er Doni da gelassen, dass man einen Antrag anschaut. Wurde entbannt und nach 20 Sekunden wieder gebannt. Schade. Ich folge dir seit der ersten Woche auf Twitch, länger noch auf YouTube. Tut mir echt leid, die Nachricht. War nicht böse gemeint. Würde mich echt freuen, den Chat wieder zu sehen. Könnte mich auch live timeouten. 1 Jahr Sub.
Wegen Sitz im Flieger. Der hat nicht so viel reingeschrieben. Ja, er schläft. Mod-Kommi. Sagt Sachen gegen Eli in anderen Chats. Sowas mag ich ja gar nicht. Dass Eli gern Verlust in der Bruchgilde ist. Er hat echt 50 Euro donated. Objektiv bleiben. Wir bleiben objektiv. Er geht in andere Chats und schreibt rein, dass ich kein Verlust für die Bruchgilde bin. Das ist okay. Weil seine Challenges im Vergleich meistens viel einfacher sind. Das sehe ich anders. Es ist einfacher, 30 Wins zu machen und dabei viermal zu schlafen, als 10 Wins oder so und dabei nicht zu schlafen und Regeln zu verändern, finde ich. Er hat schon 2 Sperren. Er hatte schon mal eine Sperre. Nee, ich glaube, Cora hat ihn 2-mal gesperrt. Er hat ihn entsperrt. Und dann das. Die meisten schreiben free, 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 mir Abstimmung. Also er hat nicht beleidigt. Ja, das stimmt. Er hat nicht beleidigt. Scheiß drauf. Gib ihm 1 Monat Timeout. Servo, Servo, Hundebein. Das war nur Spaß und ich bin sub bald wieder rein. Hundebein. Mit Knossi als Profilbild. Kein Mehrwert für den Stream. Ablehnen. Du bist cringe. Auswechseln. Halt dein Maul, Edi. Cringe. Nee, du bist schlecht. Sorry, war nicht so gemeint. War auf meine Freundin abgefuckt. Ist mir doch Wumpe. War auf meine Freundin abgefuckt. Dann kümmere dich um deine Freundin. War mal wieder Vollgeist. Ablehnen. Bist du dumm, Junge? Es tut mir leid. Aus Aggression mit 1S heraus entstanden, würde gerne wieder im Chat teilnehmen. Kommt nie wieder vor. Yalla. Cool, bester Mann. Allein deswegen bleibst du gebannt. Kein Mehrwert. Kein Mehrwert. Ich gucke ja immer so auch um die Prime Gaming. Kannst du dir in deinen Arsch stecken. Mensch, Junge, starte PC neu. So wie ihr es braucht. Voll ohne Sinn-Challenge mit Schlafen, Alter. Du Hund. Hahaha. War Warzone, du Knecht. Schlecht. Zum Glück ESAP beendet. Ihr Söhne. So eine Ausrede mit Technik. Bodenlos. Ach, das war wegen Willi, ne? Zum Glück ist er beendet, ihr Söhne. Muss er ein Solo-Win holen? Zittern nicht. Hi, Edi-Mods, es tut mir leid, war eigentlich nur Spaß, weil Edi aus Versehen die PS in den Ruhemodus gesetzt hat und ein bisschen nervös wirkte. Wollte niemand beleidigen? Ja, Sperre aufheben. 8 von 10. Mega öde, das Game. Fand das Game halt öde, was soll ich sagen? Hab ja niemanden beleidigt oder ähnliches, also rafft euch und entbannt mich. Liebe Grüße, Bene. Da hat Bene recht! Was ist denn das schon wieder? Mod-Kommentar? Auf Summer Games Event bezogen. Achso, ja, ein Game öde. Ist okay. Kore, straff dich. Nur weil Gala dann ein Spiel verloren hat und ihr fast abgestiegen seid, musst du nicht traurig sein. No front, du bist komplett schlecht. Hi, Edi. Es tut mir leid, falls es dich verletzt hat. War nicht so gemeint. Weil habe keinen guten Tag erwischt. Ich hoffe, ich kriege eine zweite Chance mit der Welt. Was aber nur ein besser Geschmack. Ja, okay. Welches Spiel? Bin ich nicht. Sie ist nicht schlecht, so ist nicht. Meint damit, meint Melina damit, war ein ganz unangebrachter Moment, als er das geschrieben hat. Sehr komischer Typ. Okay. Ablehnen. Das Katzengame. Verloren einfach. Wahrheit einfach. Edi hat mit dem Chat darüber diskutiert, dass manche Zuschauer Melle auf Ernst anschreiben. Dann hat einer geschrieben, sie ist auch gut. So ist nicht. Mein Wahrheit einfach war aber nicht darauf bezogen, sondern einfach auf andere Nachricht, die Edi etwas später vorgelesen hat. Sowas kann wirklich sein. Einer im Chat meinte irgendwas gegen Mina, plus wurde dafür gebannt und er hat dazu, ist sie auch geschrieben. Ich weiß aber nie, was die meinen. Aussage gegen Aussage. Wie viele Timeouts? 0. Er hatte davor 0 Timeouts in 9 Monaten. Kann halt wirklich sein. Der ist eher früher als der andere. Ja, okay, komm. Wir gucken es an. Bist schlecht. Der Klassiker. So ein Hund, schade. Moin Edi und Mods, ich möchte mich für meine unangemessenen Nachrichten... Ja, mach weg. Ist okay. Frisur. Hä? Sie hat ja schon eine geile Miete. So soll nicht bös gemeint sein. Gönn dir, Bro. Meint damit Melina, war ganz unangebracht im Moment, als er das geschrieben hat. Sehr komisch. Digga, hast du Copy-Paste gemacht oder was? Sehe ich aus, als wenn du deine Mod-Kommentare bei den Entbannungsanträgen... Ich möchte für jede einzelne Person einen eigenen Text, individuellen Text... Macht er da Copy-Paste? Ablehnen. Das... Bastard? Du Bastard? Du... Sohn. Entschuldigung, ich habe nicht nachgedacht, was ich geschrieben habe und wollte mich wirklich entschuldigen. Ich hoffe trotzdem, dass ich den Chat sehen darf. Wäre mega korrekt. Ja. Das wär's. Willi besser nicht fronten. Ahmed hat ihn gesperrt. Warum? Mod-Kommentar? Du wolltest einen Bann. Check ich nicht ganz. Wäre aufheben. Komm mal. Ist scheiße, okay, haben es verstanden. Reicht jetzt. Muss nicht sein. Was denn das? Was wie? Muss nicht sein. Was denn das für ein Entbannungsantrag? Aber okay, du hast recht. Muss wirklich nicht sein. Aber ich mag du hast nicht. Für die Fragerunde hattest du schon mal Sex mit Melle. Nee, hatte ich nicht. Hey Edi-Mods, Edi meinte, dass man auch tiefgründigere Fragen stellen darf. Tiefgründigere Frage! Hattest du schon mal Sex mit Melina in 8 Jahren Beziehung? Das ist eine tiefgründige Frage, Philipp. Mit sowas muss ich mich mir rumschlagen, Chat. Edi meinte, dass man auch tiefgründige Fragen stellen darf, also dachte ich mir nicht wirklich, was dabei ist. Tut mir leid und ich könnte verstehen, wenn ich mich nicht entsperrt habe. Die ist ja tiefgründig. Kein Mehrwert. Eli. Hallo Eli, hallo Mods. Die letzte Nachricht habe ich geschrieben, da Eli im FIFA-Tor übers Tor geschossen hat. In der vorangegangenen Aktion hat Eli sich selbst als Schwanz beleidigt, weshalb ich mich seine Artikulationsweise orientiert habe. Ich bin sub im 4. auf jeden Fall nicht mehr, Johnny. Vielleicht schon abgelaufen jetzt und entschuldige mich für diese Aktion. Würde sehr gerne wieder am Chat teilnehmen. Liebe Grüße aus Bochum. Seine Artikulationsweise orientiert habe. Allein für das Ding. Oh, er hatte schon 2 Sperren. Oh.
Scheiße. Hör auf, Trainerin Melle. Sie soll brennen. Ja. Hallo Eli, ich wurde wegen meiner Nachricht gebannt, aber ich meinte die Nachricht nicht auf Melle, sondern auf die E-Sport-Flamme, damit sie sich aktiviert und 16 Siege holt. Feier den Content. Ja, ich glaube auch, also um ehrlich zu sein. Nee, ich glaube nicht, dass es so gemeint war. Das ist zwei Minuten her. Er hat das geschrieben und dann zwei Minuten her. Mod-Kommentar. Antwort auf Melle, sie meinte, Elis E-Sport-Flamme brennt. Ja, meine E-Sport ist so okay. Dann hat er geschrieben, sie soll brennen. Meine E-Sport-Flamme soll brennen. Ich glaube, er meint damit meine E-Sport-Flamme. Haha, so ein Sch. Ahmed, Timeout. Hab grad so ein Rohr. Ausrufezeichen Timeout, Ausrufezeichen Timeout. Sieht man, wie viele Timeouts man hat? 10. Muss man halt erstmal schaffen, 10 Timeouts zu kriegen. 10 Timeouts, schon bannwürdig. Ja, nein, ja. Servus, Eli. Erstmal schönen Abend und noch einen guten Stream. Ich weiß, 10 Timeouts sehen auf den ersten Blick gottlos aus. Und das kann man auch nicht auf den kleinen Bruder etc. schieben. Aber ich will mich ehrlich dafür entschuldigen. Soweit ich weiß, habe ich nie etwas Schlimmes geschrieben. Sondern ich glaube einfach 70-80% der Timeouts habe ich bekommen, weil ich Trash geschrieben habe, als du im Bruch warst. Falls ich noch eine Chance bekomme, nutze ich sie und schreibe nur noch bedachter. 10 Timeouts. Ich wünschte, ich könnte sehen, wegen was die Timeouts bekommen haben. Das sehe ich halt leider nicht. 10 Timeouts hat man Real Talk schnell. Geht, Digga. Du musst schon... Also, wofür bekommen... Das sind doch schon... Also, weiß ich nicht. Der kleine Bruder, ich fand das eigentlich ganz... Okay, wir geben ihm noch eine Chance. Er hatte davon nichts. Everything has changed. Every day.